auf der Suche nach dieser Klasse Arno Vortala bin ich irgendwie bei den Industriedesignern irgendwie und bei den Bühnenbildern irgendwie vorbeigelaufen und bin dann in diese Zimmer rein und habe mal einfach reingeschaut, was die so machen und habe dann einfach mit den angefangen ein bisschen zu reden und gefragt, was macht ihr denn da? Und die haben da tatsächlich Haarföhn entworfen und Kopiermaschinen und so und Fahrräder und Dampfmaschinen und so. Und aber es ist mir sofort klar geworden, was das Potenzial dahinter ist, für mich. Also gestern bin ich in die Werkstätten, habe auf dem Weg dahin Glaswerkstatt, Glasbläser, Metallguss, Keramikwerkstatt. Auf einmal haben sich völlig neue Möglichkeiten für dich aufgetan. Okay, also verstehe. Aha. Und das hat dann wirklich, das war so eine Saat, die da irgendwie, die ging da nicht mehr aus. Also das, ich habe dann meinen Eltern kundgetan, dass ich das mit diesem Architekturstudium lasse, was mein ursprünglicher Plan war. Und dann sind die also umgehend nach Stuttgart gefahren und haben mich mal konsultiert und mich befragt, was das jetzt für ein Plan ist. Aber fanden die es nicht gut? Weil ich meine, das war ja eigentlich dem Familien-Ding näher. Ja, aber das hatten die nicht so gesehen. Okay. Aber die wussten schon irgendwie, dass ich natürlich nicht wirklich von irgendwas abzubringen bin, wenn ich mir was. Also ich habe es mir überlegt, aber ich. Die haben es auch nach dem Wochenende was geklärt. Also es hat sich dann, es war akzeptiert. Mein Vater hat sowieso da keinen Druck ausgeübt, aber mir ist im Nachhinein, ist wirklich Jahre später erst klar geworden, was das für meine Eltern bedeutet hat.